Zu Weihnachten habe ich ein Katapult gebaut und verschenkt, das so ähnlich aussah wie das. Und das hat mich auf die Idee gebracht, einen Bausatz für Kinder anzubieten, den die selbst zusammenbauen können. Das hier jetzt ist ein sogenannter Onager, auch bockiger Esel auf Deutsch. Und der funktioniert folgendermaßen. Der hat allerdings den Nachteil, dass er ein bisschen zu leicht ist und deshalb hüpft. Ja? Was sich jetzt hier auf dieser Matte nicht so stark bemerkbar macht. Auf jeden Fall dachte ich mir, das muss noch besser gehen und habe dann ein zweites Katapult gebaut. Das hier ist ein Modell nach Leonardo da Vinci, allerdings mit dem Unterschied, dass sich diese Arme nicht biegen, sondern stattdessen wird hier ein Gummiband verwendet. Das funktioniert allerdings sehr gut. Allerdings ist das als Bausatz, wäre das zu kompliziert und auch vermutlich zu teuer. Deswegen habe ich beim nächsten Modell mal alles weggelassen, was man nicht braucht. Also das ist die abgespeckte Variante. Man sieht schon, diese Arme sind ersetzt einfach durch Holzdübel. Außerdem geht die Kraft nur nach hinten. Und es wird auch kein Zahnrad mehr verwendet, sondern nur mehr ein Zapfen. Das genügt vollkommen. Und das funktioniert dann so. Das Problem hierbei ist allerdings, dass dadurch, dass die Kraft hier nur nach hinten wirkt, hier die Achse in diese Richtung gezogen wird und hier viel zu viel Reibung entsteht. Deswegen gibt es ein weiteres Modell. Das schaut so aus. Hier wurden jetzt diese Gummischnur durch Gummibänder ersetzt. Und es geht auch wieder nach hinten und nach vorne. Weiters wurde die Achse, die hier noch rund war, durch eine achteckige Achse ersetzt, die wesentlich billiger herzustellen ist, beziehungsweise gar nicht gekauft werden muss, sondern ganz leicht selbst gemacht werden kann. Okay. Geht schon wieder besser. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Spannung der Gummis hier unterschiedlich ist, weil einer wird einmal hier rumgeschlungen und der andere geht gerade nach hinten. So ist der stärker gespannt als der hier. Deswegen habe ich beim nächsten Modell hier die ganze Achse ein Stück nach vorne geschoben, sodass die Gummis ungefähr gleich stark gespannt sind. Dieser Löffel, der war mir etwas zu mühsam zum Herstellen. Deswegen wurde der hier durch ein Blättchen mit Loch ersetzt. Diese beiden langen Dübeln, sieht man es hier, ja, wurden ersetzt durch kurze Dübel, die jetzt von der Seite eingebohrt wurden. Okay. Allerdings hat das Modell jetzt den Nachteil, dass das noch viel zu viele Teile sind. Das sind, glaube ich, alles in allem 17 Teile. Und das wäre dann im Verkauf doch wahrscheinlich etwas zu teuer, das anzubieten. Deswegen kommt jetzt die letzte Version. Die sieht so aus. So, diese Version hat nur mehr 7 Teile und 2 Gummibänder.
Hier wurde der Arm durch einen Kochlöffel ersetzt. Es gibt auch keinen Stopper mehr, sondern hier rastet er in einem Loch, schlägt er an und auch der Auslöser, der hier noch aus 4 Teilen bestanden hat, besteht jetzt nur mehr aus einem Teil. Das wird hier direkt mit dem Gummi festgehalten und hat dadurch auch die Möglichkeit, hier immer wieder zurückzuspringen, sodass dieser Löffel hier einrasten kann. So, den kann man auch drehen. Und super. So. So schaut jetzt der Bausatz aus. Den kann man bei mir kaufen. Und die momentanen Kosten dafür sind 15 Euro. Damit ist der günstiger als andere Katapulte, die man kaufen kann. Und es ist auf jeden Fall stabiler als alle anderen, die es gibt. Vielen Dank fürs Zusehen.